Also ich finde die Modifikation finde ich schon fast noch ein bisschen geil. Da kannst du dich nochmal drehen. Einmal zusammen. Ich weiß genau, was ich dazu sagen soll. Das ist ziemlich Porno. Das ist ziemlich Porno. Wir fangen jetzt an. Los geht's. Folge 3. Ja, Freunde, ihr seid ja hier alle fleißig am Machen. Willkommen bei Inside Scooterhelden. Das sind unsere 20 Quadratmeter Ruhm namens Werkstatt mit den wichtigsten Personen. Marvin, du Hi. bist der Mann am Service, im Service. Der Mann. Was kannst du unseren Kunden da draußen und Usern eigentlich sagen? Was ist wichtig? Worauf kommt es an, wenn man bei uns anruft? Was braucht man? Im Einfach. Moment. Im Moment Geduld. Ja, wir sind mitten in der Saison. Ja, das ist halt eben viel los. Ja. Guck mal, Felix, der ist hier fleißig am Bauen. Eigentlich wollten wir heute TC machen, machen wir gleich. Stattdessen machen wir hier schön das Schränkchen für Gundi fertig, unsere Buchhalterin. Und du hast endlich mal ein bisschen Power hier am Start. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Ultimate Pro Plus. Einen Ultimate Pro Plus. Geht ordentlich ab, aber für Aber? Straßen zugelassen. Okay, alles klar. Das heißt, für alle Privatwaldbesitzer ist das genau das Richtige. Interessiert doch keine Sau eigentlich, oder? Jeder, der einen privaten Wald hat, ich habe auch einen privaten Wald in deinem Haus, ist doch klar, der nimmt das Ding hier und schrubbt den richtig durch. Oder? Was haben wir da? 60 Volt, zwei Motoren, richtig Leistung und ich gut 65 km/h. Haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Baust du gerade auf für den Kunden, ne? Ja. Das Ding ist auch richtig schwer. Wiegt über 30 Kilo. Muss man reinziehen, ne? Fetten Akku drin, breiten Lenker. Geht's auch nicht hoch. Das ist erstmal bitte. Oder geht's nicht so hoch? Nee. Das wolltest du denn gerade machen. Okay, alles klar. Du musst natürlich da unten noch den Hebel arretieren. Aber worum geht's denn heute eigentlich? Leute, ihr habt ja schon Folge 1 gesehen und in Folge 1 haben wir ja erfolgreich die Super Soko TC Max umgebaut. Das Ganze für München. Und in Folge 2 haben wir euch gezeigt, alles klar, jetzt fahren wir nach München. Und in Folge 3 gibt es was Neues. Ja, wir haben die Karre noch ein bisschen optimiert. Ja? Es gibt also hier noch ein paar Verkleidungsteile, weil ihr werdet es nicht fassen. Ich fahre nochmal nach München. Das heißt, ich habe die Woche schon wieder einen Dreh. Morgen geht es für mich schon wieder auf die Bahn, 650 Kilometer runter. Ist schon fast an der Grenze zu Österreich. Ja? Salzburg ist dann gar nicht mehr weit. Ja? Und was haben wir hier Schönes? Schau mal hier, wir haben die Verkleidung in schwarz lackiert. Das haben wir selber gemacht, beziehungsweise das haben die Jungs vom Felix gemacht. Richtig geil, richtig geile Arbeit. Wir wollten im Endeffekt die Super Soko TC Max noch ein bisschen kräftiger. Ich schwöre, das Schlimme ist, wenn ich diesen Dödellauf da in der Brust sehe, kriegt er hier schon fast so diesen Handshake mit. Ja? So meine ich das eigentlich gar nicht. Wir wollen die einfach noch ein bisschen gemeiner machen. Guck mal, Felix muss schon lachen. Felix, hast du irgendwas zu sagen? Nein. Nein. Ich hoffe, ich mich nie wagen. Nein. Ja, das ist echt. Weißt du echt was sagen? Hallo? Also, wir werden die Karre heute im Prinzip noch mal ein bisschen, was werden wir hier machen? Ein bisschen gemeiner werden wir sie noch mal machen in dem Fall. Ne? Ihr seht ja jetzt hier schon die Abdeckung für den Motor. Letztes Mal hatten wir es ja gar nicht so offen. Das heißt, wir haben noch mal ein paar Teile schwarz lackiert. Wollen sie noch ein bisschen gemeiner aussehen lassen, werden heute auch noch mal hinten die Halterungen für die Blinker noch mal demontieren, wenn die auch noch schwarz machen, damit es noch ein bisschen geiler aussieht. Wobei dieser leicht rostige Look hat auch was für sich. Finde ich auch nicht schlecht. Ja? Und was halt cool ist, wir fahren noch mal runter, wir machen das gleiche wie beim letzten Mal noch mal. Und hier finde ich aber ganz toll, dass man jetzt auch mal sieht, wie sieht denn die Karre eigentlich von innen aus. Ja? Und wenn man sich jetzt mal hier diesen 50 kW Motor anguckt, diesen 5, nein, das ist ein 5 kW Motor. Und das auch nur in der Peak. Ja, der hat eigentlich irgendwas um die 3,8, 3,9 Nennleistung und dann hat er in der Peak, das ist dann der Bereich, den er eine halbe Stunde abrufen kann maximal. Zumindest steht so in der Anleitung. 5 kW, das sind knapp 7 PS auf 72 Volt, da geht ein bisschen was. Ne? Und wenn ihr euch die dicken Kerbchen hier anguckt, dann wisst ihr auch, was hier passiert. Aber alles in allem super aufgeräumt und wie viel Platz man hier hat. Und dadurch wiegt die Karre halt eben auch nur 100 Kilogramm. Das ist ein Riesenvorteil. Hier kommt der Akku rein, hatten wir euch ja schon gezeigt, 45 Amperestunden. Reichweite bei meinem Gewicht 60 bis 70 Kilometer. Aber nice, das auch mal zu sehen letzten Endes, dass das hier vorne alles eigentlich so schöne Verblender sind. Ne? Es ist eigentlich auch nur eine Blende. Komm mal hier. Guck mal hier, wenn du jetzt hier mal guckst, siehst du das jetzt hier? Das Teil hier. Das hier so aussieht wie so ein Kühlergrill. Das ist ja gar nicht das Steuergerät. Felix, ich habe gedacht, das hier vorne wäre das Steuergerät. Ist es ja gar nicht. Das hier ist das Steuergerät. Bei der
ist das nur bei der TC. Ja. Bei der TC Max sitzt das Steuergerät hier unten. Ja, sei ein Blender, ne? Ja. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht auf jeden Fall. Das heißt Steuergerät hier unten und hier vorne eigentlich nur ein Blender. Also das ist halt eben auch wirklich viel, in Anführungsstrichen, Fake, um das Design so ein bisschen aufzuhübschen. Sieht aus wie bei der TC, ist aber in Summe alles nach unten gewandert. Steuergerät, Motor, Akku ist hier, dann haben wir noch ein bisschen Elektronik, ja, und das war's dann eigentlich auch, ja. Bis hin zu der Verteilerdose hier, ne? Da haben wir noch das Ventil, weil wir haben ja hier eine CBS-Bremse. Wer hinten bremst, bremst vorne mit. Und viele, die immer denken, boah, das sieht ja total dynamisch aus hier, auch mit der Scheibenbremse, die ist gelocht, ja. Viele denken immer, die wird während der Fahrt gekühlt. Nein, das ist tatsächlich, warum sind da eigentlich Löcher drin? Das macht man bei Regenfahrten, ja. Wenn da jetzt Wasser raufperlt im Endeffekt und du bremst, dann verdampft ja dieses Wasser und die Löcher sind dazu da, um diesen Dampf abzutragen. Sprich, um die Bremsleistung zu gewährleisten, damit sich quasi kein Wasserfilm auf der Bremse ansammelt. Und dann haben wir heute noch was. Was gibt es heute noch? Horwin EK1. Leute, ihr habt ja das Video vielleicht gesehen. Da sind wir so ein bisschen langgeschlichten mit gut 42 km/h. Da hatten wir so ein paar Probleme und ich habe ja angesagt, es gibt bald ein Update. Ja. Wir haben das Kabel erhalten, wir haben die Software erhalten und wir können die Karre endlich aufschalten. Das heißt, Geschwindigkeit wird dann endlich erzielt. Über 50 km/h stehen auf dem Tacho. Das probieren wir heute aus. Wir haben einen Vorführer, den wir heute quasi dieses Tuning verpassen, das Software-Update in Anführungsstrichen. Und dann könnt ihr endlich gechillt im Verkehr mitschwimmen mit über 50 Sachen. Auf dem Tacho, GPS gemessen wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber keine 42 mehr. Ganz wichtig. Jetzt holen wir erstmal meinen Tee, wa? Und richtig geil, Bundesnotbremse gilt nicht mehr. Das bedeutet, dass die Kunden jetzt tatsächlich in den Laden kommen können und brauchen eigentlich nur einen negativen Test oder müssen geimpft sein mit Maske. Brauchst du keinen Termin mehr. Also Click and Meet, Click and Collect. Einfach vorbeikommen, Test mitbringen, pop, Thema erledigt. Können wir wieder schon. Kannst du mal den Karton? Ah, du bist so nett. Dankeschön. So. Jo, Felix, Update. Ja. Ja. Wie sieht's aus jetzt hier? Wichtigste ist erstmal Batterie. Komm mal her. Also warum müssen wir jetzt updaten? Also das Problem war, dass wir anfänglich einfach zu langsam waren und Horwin jetzt eine neue Software zur Verfügung stellt. Wir haben hier ein 72-Volt-System, Motor hat 2,8 kW Max, lief dann aber irgendwie nur noch ab 70% Akkuleistung, 42 Sachen und das war natürlich doof. Könnte man natürlich nicht wirklich im Verkehr mitschwimmen. Also haben wir jetzt hier toll Kabel bekommen. Ja, sieht schon, es ist schon High-Performance. Ist schon High-Performance, aber funktioniert, das ist ja das Wichtigste. Und jetzt macht er ein, jetzt macht er quasi unten die Klappe ab. Und hinter der Klappe haben wir dann die Möglichkeit, unser Kabel anzuschließen, damit wir dann die Software auf das Steuergerät auch spielen können. Ja, guck mal da. Siehst du das? Steuerstecker auch hier. Ja. Und dann wird das an mir stöpselt. Dann nehme ich dir das mal. Aber zumindest von der Wartungsklappe her so, dass man gut rankommt, ne? Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen komfortabler als bei Supercompo oder irgendwas. Ja. Genau, jetzt haben wir hier zwei Steckerchen, zwei USB-Steckerchen. Ja. Da ist der eine rein. So. Alright. Wir machen jetzt erstmal den Leistungstest. Ja, ich will ja wissen, ob da auch was passiert. Also lassen wir den Schinken mal ganz kurz vollends laufen. Und dann haben wir einen schönen Vorher-Nachher-Effekt. Dann machen wir mal Fahrstufe 3, also hier drin in dem Fall. Reißen wir mal richtig am Arm. So, und dann war das doch hier. Ah, hier. Okay, 47. Also ihr seht, jetzt fährt sie 47. Akku hat 100%. Alright, cool. Jetzt machen wir das Update. Gucken, was sie dann läuft. Hier die 15 und dann jetzt los, sozusagen. Ach, das macht er dann schon automatisch, ja? Genau. Cool, das war's schon. Das war's schon. Wir gehen ja schnell. Da bin ich mal gespannt, was das Ding gleich bringt, ne? Vielleicht haben wir den jetzt auch aufgeschaltet. In Wirklichkeit hat er 4 kW wahrscheinlich. Von 2,8 auf 4. Eigentlich rennt er dann 70. Es gibt ja in der Theorie, wird man jetzt nicht verraten, gibt es ja Möglichkeiten, theoretisch die EK1 noch ein bisschen schneller zu machen. Ist dann aber für den deutschen Markt nicht mehr zulässig. Ja? Update ist eine Möglichkeit und knick knack für die andere. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Ja, lass uns mal überraschen. 47 hatten wir jetzt vorne auf dem Tacho. Jetzt nochmal Fahrstufe 3. Einmal schön am Gas anziehen jetzt. Oh, oh. Hallo, hallo, hallo. Das hört sich aber auch so an, als wenn das Anfahrdrehmoment noch ein bisschen gesteigert wurde. Also gefühlt kommt die schneller auf ihre Geschwindigkeit. Und das wäre ja ziemlich geil. Das wäre ja geil. Weil das war auch so ein Punkt in dem Video, wo ich gesagt habe, 72 Volt. Und dann fehlt so ein bisschen der Bums, ja. Der Druck gefehlt. Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt im Endeffekt das Problem behoben hat. Also zum einen haben wir jetzt eine Endgeschwindigkeit, 47, ich habe jetzt gerade 55 knapp abgelesen, war richtig, ne?
Und es fühlt sich auch so an, als wenn das Anfahrdrehmoment ein bisschen erhöht wurde. Also die Kurve im Endeffekt, ne? Dass das Drehmoment gleich anliegt. Das heißt, wir basteln die Kiste jetzt zusammen. Dann GoPro und dann einmal rauf auf den Schinken. Und dann testen wir das mal kurz hier draußen auf der Straße. Jawolla. So, ihr könnt alles gut sehen. Die Maschine fährt hoch. Also was ich an der EK1 ja wirklich mag, ist die Tatsache, dass du auch einen Rückwärtsgang hast. Das ist einfach praktisch. Klar, ich meine, die wiegt jetzt nicht so viel und alles, ja, aber irgendwie so ein kleines, nettes Feature, genauso wie der Tempomat, der hier einfach mit angebaut wurde oder wo man mitgedacht hat. Wir machen mal eins, wir müssen jetzt hier in die Position 3. Jawohl. So, und jetzt geht es darum, ich fahre mal da vorne. Und dann fahre ich hier einmal hoch und runter. Da kann ich das bestimmt einmal gut ausprobieren, ja? Okay? Alright, jetzt tun wir mal. Ja. Ja, ja, jetzt merkst du natürlich noch nicht ganz so viel. Moin. Jetzt merkst du natürlich noch nicht ganz so viel. So, ich fahre mal hier rechts runter. Und wir gehen mal einmal Stopp, einmal Gang 3. Ja, Freunde, da passiert was, aber nicht zu wenig. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine lange Gerade, wo wir jetzt mal die 50 km/h rausjucken können. Warte mal, ich fahr mal so. Das geht schneller. So. Und dann gebe ich mal einmal Gas. Und gefühlt würde ich sagen, geht es hier auf jeden Fall besser als im damaligen Test. Und vor allem, jetzt streichen wir auch diesen LED-Ring, diesen blauen. Das habe ich am damaligen Test habe ich gesagt, oh Mann, ich fand das ganz cool bei der EK3, ne? Dieser Farbwechsel dann grün, blau, gelb, rot, was man da alles einstellen konnte. Ja. Und jetzt, lass jucken, sind wir relativ fix im blauen Bereich. Und das bedeutet natürlich hier auch ganz klar die Anhebung der Höchstgeschwindigkeit. Ja, und wenn wir jetzt hier noch mal ganz kurz so einen kleinen Beschleunigungstest machen, 3, 2, 1 und wir geben mal Vollgas, dann ist auch in der Drehmomentkurve, was das Anfahrverhalten betrifft, ein bisschen was passiert. Kommt mir ein bisschen spritziger vor, ich muss hier ein bisschen aufpassen, rechts vor links. Ja, und vor allem, du erreichst die 50, das ist ganz wichtig. Bin jetzt schon bei 48, wir nehmen mal gleich die Hauptstraße 49, 50, jawoll! Jetzt haben wir es. Das war wirklich die einzige Sache, bei der ich noch meckern musste, war die Tatsache, dass wir eben nicht mehr auf Geschwindigkeit gekommen sind. Das war aber von Anfang an so. Und ab 70% Akkuleistung war das dann extrem zu spüren. Da ist die Karre einfach nicht mehr aus dem Arsch gekommen. Und jetzt, schau mal her, gehen wir einmal richtig schön Stoff. Boah, 40. Jawohl, hier war dann meistens schon Schluss. 50 haben wir ja auch gar nicht erreicht. 52, 53, 54, 54, jawoll. Das sind 7 km/h mehr. Das sind 7 km/h mehr. Von 47 auf 54 sind genau 7 km/h. Und die braucht es auch in der City. Siehst du, aber schon mal gleich 2% weggeblasen hier aus dem Akku. Und das nur bei der einen Runde. Nice. Schönes Ansprechverhalten vom Motor. Saubere Gasannahme, schöne Kurve vor allem auch und was ich bei der EK1 einfach mag, die liegt gut in der Hand, schönes Handling, jawohl, schöne Gewichtsverteilung und wir kommen hier super smart und super schnell auf unsere 52, 53 km/h. So muss das sein. Das macht Laune. Jo, Donny, 54 km/h. 54 km/h. Bin ich jetzt gefahren mit meinem Gewicht, ja? Update erfolgreich abgeschlossen. So, jetzt kümmern wir uns gleich um die Super Soko TC Max, denn die Kiste müssen wir ja noch fertig machen, damit ich die morgen früh wieder mitnehmen kann. Was machst du da? Ich wechsle den Schlauch von diesem Buddy. Ja. Man hat ja gehört, was hast du gesagt, Marcel? Ich habe gesagt, das ist gar nicht so einfach. Also viele, die sich so einen E-Scooter kaufen, ja, die denken ja immer, oh Mann, wenn ich einen Platten habe, das mache ich mal schnell selber. Nee. Lass das mal lieber, da kann man nämlich viel falsch machen. Bei dem Teil ist das nämlich so, da musst du hinten erstmal den Antrieb ausbauen, da musst du erstmal wissen, wie es geht. Ja? Und dann haben wir bei dem Fahrzeug nämlich eine zweigeteilte, das ist doch so, oder? Ja. Zweigeteilte, ja. Felge mit eingelassenem Motor. Das heißt, du nimmst jetzt quasi diesen Felgenring ab und dann kannst du tatsächlich diesen Mantel mit Schlauch wechseln. Ich bin ja immer ein Freund von diesen schlauchlosen Geschichten. Also G30D zum Beispiel finde ich ziemlich geil oder auch Xiaomi Pro 2. Ne? Da haben wir relativ wenig Probleme. Aber wenn wir mal ein Problem haben, kriegen wir keine Reifen. Ist also auch scheiße. Am besten fährst du Honeycramp. Ohne Scheiß. H
Hast dann aber das Problem, wenn du Honeycomb fährst, das sind diese quasi vollen Reifen, wo du dann diese Löcher drin hast, damit du so ein bisschen Fahrwerkskomfort hast. Oh. Wenn du dann also eine Honeycomb-Bereifung hast, ja, du musst dir also vorstellen, da ist kein Schlauch drin, das ist ein Vollgummireifen mit Löchern drin, ja. Dann hast du das Problem, dass du einen ganz anderen Rollwiderstand hast und die Karre plötzlich 30% mehr verbraucht. Auch scheiße. Ja. Also was soll man am Ende machen? Ja. Ja. Die hat auf jeden Fall ein Loch. Ja, es ist nicht einfach, ja. Also Leute, wenn ihr so ein Ding habt, guckt, wenn es ein Vorderreifen ist, würde ich sagen, kann man es vielleicht noch selber probieren. Aber wenn ihr dann zum Beispiel diese Felge, diesen Felgenring ansetzt, ja, das ist ja vom Material her, ja, fühlt sich zumindest so an, als wenn es schnell mal kaputt gehen könnte. Ja, ist auch so? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig? Diese Nase hier. Ja. Genau. Welches? Diese Nase hier, ja. Die muss diese da Not. In dieses Loch. Man, ja. kann den Ring, man kann den Ring in verschiedenen Positionen aufsetzen. Die Verschraubung passt überall, aber diese Nase passt nur an dieser einen Stelle. Ja. Und wenn man das nicht beachtet, dann führt das dazu, dass man alle 2 Meter am Platten hat ungefähr. Genau. Dann läuft die Karre vor allem schief, läuft hinten unrund und du machst dir über kurz oder lang den Hinterreifen bzw. auch diesen Felgenring kaputt. Haben wir auch schon gehabt, da ist ja einfach gerissen. Ja? Kann brechen. Also aufpassen bei solchen Geschichten. Ich finde es aber super interessant, dass du jetzt mal gerade so einen Reifenwechsel machst bei so einem kompakten, ja? Ja, sozusagen gerade schnell mal eben ambulant reingekommen, eine Frau, die halt eine Gehbehinderung hat und auf den Roller angewiesen ist, mehr oder weniger. Und deswegen geben wir uns natürlich Mühe, dass wir die schnell auf die Straße ziehen. Das finde ich toll. Und danach machen wir den TÜV und dann machen wir super Suche. Ja? Weil unser TC Max braucht noch TÜV. Das ist mir abgeholt. Die Laufrichtung beachten, hier ist halt eine Laufrichtung vorgegeben auf dem Reifen und man kann halt gucken, auf welcher Seite die Trommel ist, eine Trommelbremse beim Buddy und die ist auf der rechten Seite und deswegen muss der Reifen dann halt vorher montiert werden. Ich mache es dann immer so, dass ich erst den neuen Schlauch in den Reifen lege, ein bisschen auf den Pump, sodass er gerade so Luft hat, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man den da knickfrei sozusagen in den Reifen einlegen kann. So sitzt da gut, überall, ne? Keine Kniffe drin, nix. Dann kann man den Reifen hier auflegen und jetzt ist halt hier die Nase und gegenüber ist das Ventilloch. Ne? Das heißt also, ich kann halt schon das Ventil an die Stelle bringen, wo halt das Ventilloch ist. Das ist dann halt genau hier bei dieser, gegenüber von dieser einen Nase. Kommt der Ring rauf, mal gucken, dass er gut sitzt. Also richtig einrastet. Wo ist denn der TÜV? Das kommt 14 Uhr. Haha! Na, dann können wir ja die Karre jetzt aufbauen. Dann sind wir nämlich fertig. Ja. Ja, geil. Ja, los. Ab geht die Post. Soll ich noch irgendwas umstellen, umbauen, machen, tun? Nö. Geil. Bauen wir sie jetzt wieder zusammen. Also erstmal vielen Dank nochmal an deine Söhne. Ja? Die haben ja eine super Arbeit abgeliefert. Boah, war das schön gerade. Das müssen wir öfter machen. Jetzt sollten wir alle mal eine Meditationsrunde einlegen. Geht schon los? Geht's los, Sir. Oh Mann, Digga. Stopp jetzt hier. Ja. Oh, ey, krass. Also ich kann mir jedem empfehlen da draußen, ja, wenn ihr viel arbeitet, legt ab und zu mal eine Pause ein, ein bisschen Meditation. Jonathan weiß genau, wovon ich rede, ne? Yes. Du bist ja buddhistisch angehaucht. Genau. Genau. Ne? Und da gehört das, dieses Thema Meditation ja mit dazu, dass man wieder zur Energie kommt, seine Kräfte sammelt und runterfährt, den Geist beruhigt, im Einklang kommt, oder? Richtig, richtig. Ja, das sind, das, ja. Das brauchen wir auf jeden Fall hier. Oh, ich habe das gerade sowas von gebraucht und deswegen habe ich auch gesagt, komm mal kurz rein, weil ich bin hier schon seit 20 Minuten am Meditieren und denke mir so, oh krass, du musst mich jetzt abholen. Wir müssen jetzt die Karre aufbauen. Es geht nicht anders. Komm, wir machen jetzt die TC Max fertig. Los geht's. Meditationsmusik und eine kurze. Einfach mal eine kurze Pause, ja? Ja. Hilft manchmal wunder. Wo hast du denn die Schrauben eigentlich? Oben in der Im Kiste. Im Regal liegt so eine Kiste. Im Regal. Jetzt sind wir wieder im Regal. Ah, hier. Ja. Ja. Hier. Oh ja. Ja. Da liegt eine ganz wilde Kiste. Alle Teile drin sein. Das sind aber SXT-Lite-Teile, die ich hier habe. Nee, guck mal da oben, die schwarze Kiste. Ach du Mensch, oben drauf die Plastikkiste meinst du? Boah, ey. Guck, boah. Alter, lange ey, da können wir. Guck mal in den Schrank. Pass auf, ja.
Kerl! Ja, ist das keine Kiste mit 6 Fächern? Ja, nein, aber oben rechts die schwarze Plastikkiste. Ja, natürlich nehme ich oben rechts die schwarze Plastikkiste. Da finden wir dann die restlichen Teile. Ja, hier. Da wollte ich noch den Logo abmachen und das können wir dann nicht abmachen. Ja, guck mal hier, das machen wir jetzt ab. Ist ja schon fast ein bisschen traurig endlich, wa? So hätte man... Das tut doch echt weh. Ich weiß, eigentlich schon fast ein Frevel. Aber irgendwie... Irgendwie zeckt es mich auch. Nicht anzuheulen jetzt. Ja, nein, wir haben ja gesagt, wir ziehen das Ding durch. Scheiße, jetzt brauchen wir gleich Klebstoffreste entferner. Das tut echt gerade. Ich fand diesen Schriftzug eigentlich ziemlich schön. Aber ich habe Felix freie Hand gegeben. Ich habe gesagt, komm, einmal ausrasten bitte. Und er, alles ab! Ja, ist so, ja, neu machen, ja, scheißegal, ja. Da muss ein eigenes Logo rein, hier. SAB, bupp, Thema erledigt. Am besten noch grün-weiß. Komm, hier. Da geht's weiter hier. Guck mal, da wird schon festgeschraubt. Die ganze Liga. Oh, scheiße, sieht ja schon geil aus in schwarz. Und wie hat man das bei BMW genannt, wenn es denn zwei verschiedene Schwarztöne waren? Drei verschiedene Schwarztöne. Es gibt bei BMW Motorräder, die sind mattschwarz, ja. Seidenmatt und glänzend schwarz. Ja. Und das nennt man dann Triple Black. Triple Black. Also eigentlich haben wir uns das bei BMW abgeguckt. Wir haben definitiv verschiedene Schwarztöne. Ja? Guckst du dir einmal hier den Lampenkasten an. Ja, ist eher so ein bisschen schwarz glänzend, würde ich fast sagen. Dann geht es hier schon wieder weiter mit dem Lampenring. Das ist schon wieder schwarz matt. Ja, das ist Seidenmatt. Das ist ja Seidenmatt, ja. Und dann ist das aber klassisch schwarz matt. Das hier. Das hier würde ich jetzt, also das würde ich jetzt sagen, stumpfmatt. Ne? Stumpfmatt. Das ist immer stumpfmatt. Mann, jetzt sind wir schon bei 4 Schwarztöne. Was denn noch? Ja, wir finden noch ein paar dazu. Ja, okay, alles klar. Hört hier, ich werde mal noch sauber machen, aber ich mache die Klebstoffreste entfernen und alles hier. Läuft. Oh, haben wir eingekauft, ja? Ja, schön. Das komfortabler als da aus dem wieder. Herzlichen Dank an die Firma Sonax, dass man das Ganze in so tolle Spraydosen packt. Da brauche ich nicht immer diesen fetten Okolytenbehälter da runterholen. Nicht mal da. Weißt du, wie oft mir die Scheiße schon runtergefallen ist? Guck dir diesen Behälter mal an. Ja, und dann hast du immer eine ganze Tonne auf dem Lappen drauf. Statt nur ein bisschen. Gut. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber schau mal hier. Wupp, ist der Klebstoff weg. Da muss ich trennen von dem Logo. Das war's. Thema erledigt. Und vor allem, das verpufft hier richtig die Bremsen rein hier. Geil. Das ist ja geil. Ja, Mann, jetzt hat man diese Penibel, ey. Die wollen schon richtig, ne? Ja, das ist auch noch weg. Hoppala. Kreisende Bewegung. Siehst du das? Sieht schon gut aus. Ach, jetzt bist du zufrieden, ja? Das ist aber großzügig von dir. Schau mal hier, das licht sich in dieser Fläche bricht, ja? Ja, das ist schon. Und dann die ganzen Kanten und alles. Schon ein bisschen was Stealth-Bomber. Weißt du, woran mich das erinnert? Batman The Dark Knight. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, da ist ja auch mit so einem Motorrad gefahren. The Dark Knight, richtig geil. Was das schon wieder für eine Veränderung ist, ja? Das Teil komplett in schwarz. Das sieht ja Hammer aus. Hast du aber wieder eine gute Idee gehabt. Und vor allem, aber ich muss trotzdem sagen, jetzt hier, dieses Tacho-Element, was er jetzt gerade anbaut, das finde ich richtig deep. Das sieht richtig cool aus. Echt viel besser. Das sieht viel besser aus. Stell dir mal vor, die Hersteller sehen das und machen das als Serienprodukt. Das wäre dann die Scooterhelden Edition. Und in dem Moment mache ich dann Folgendes und sage, zum einen hätten wir gerne Tantiemen und zum anderen bitte diesen Aufkleber, Scooterhelden Berlin, nehmen, ja, den nehmen wir dann. Ah ja, pass auf. Ja, und jetzt hast du hier ein bestehendes Logo. Fast in der Größe. Guck mal, so müsste das dann am Ende aussehen. Das wäre schon geil, ne? Was sagst du? Sieht cool aus. Ja, sieht irgendwie cool aus, irgendwie auch ein bisschen frech. Und den kriegen wir bestimmt auch faltenfrei hin. Ja. Muss ich nur ein bisschen Mühe geben. Weil theoretisch würde der Aufkleber würde ohne Scheiß hier perfekt hinpassen. Von der Größe. Das war, ey. Das war deine Idee, ne? Und ich habe einen Aufkleber gefunden, genau in der Größe. Und vor allem, was ich total krass finde, ich finde, die Maschine verändert jetzt nochmal wirklich gänzlich ihren Auftritt.
Was ich total schön finde, ist, dass du jetzt die Konturen der Maschine auch mal siehst. Ja? Wir haben ja hier lauter Ecken und Kanten drin, ne? Und das wirft ja auch alles so ein bisschen immer so einen Schatten und wir spielen so ein bisschen mit dem Licht. Und wenn du dir das mal so anguckst, bam, Leute, da könnt ihr euch echt mal was abgucken. Und das habt ihr mit der Spraydose gemacht. Ne? Also nicht mit der Spraydose, ihr habt das wahrscheinlich mit Kompressor und dann richtig do it, mit der Spraydose. Do it yourself. Ernst? Nein. Ehrlich? Das ist aber gut gelungen. Aber richtig gut gelungen. Triple Black. Bei BMW würdest du richtig Asche dafür bezahlen. Da zahlst du erstmal locker 20 Steine für den Bock und dann nochmal gut für die Sonderlackierung hier nochmal 2 Scheine extra. Gib ich dir Brief und Siegel drauf. Kann sein, ja, ohne Scheiß. Stell dir mal vor, wir könnten diese Pornoniten noch schwarz machen. Das wäre doch richtig geil. Wir haben ja noch eine andere Sitzbank. Die könnten wir auch mal ausprobieren. Aber die Sitzbank passt echt am besten, ne? Finde ich auch. Also so vom Style her passt es. Ja? Wenn die Nieten jetzt noch ohne Nieten, dann wäre es perfekt. Ja, da hast du natürlich recht. So. Machen wir. Jetzt. Nicht schlecht. Das sieht richtig gemein aus. Das sieht richtig gemein aus. Warte mal, ich pelle mich mal einmal rauf, einfach mal um das Feeling wieder zu haben. Also wir wollten im Endeffekt auch die Bremsanlage wechseln, dann haben wir noch andere Bremsschläuche und Bremsbehälterdecke wollten wir dann, wir wollten eigentlich die Armaturen alles noch in schwarz haben. Das wäre schon noch geil, ja? Aber das sieht schon richtig böse aus. Du, nimm gerne mal Platz, ist ja dein Kunstwerk. Wir wollen gerne mal sehen, wie du darauf aussiehst. Nee, sieht toll aus. Also, tolle Idee, Felix. Richtig, boah, schönes Ding. Komm, wir machen mal ganz kurz die Tüte an hier. Ich drücke mal auf den Knopf bei dir, mach mal kurz das Licht an. Das sieht so geil aus. Ja. Nice! Boah, sieht die böse aus. Boah, sieht die böse aus. Oh, das feiere ich ganz hart, Felix. Das feiere ich ganz hart. Das sieht richtig geil aus. Oh, richtig schön. Jetzt noch so einen richtig schönen Totenschädel rechts links drauf. Um das Ganze noch zu unterstreichen, wie gemein wir sind. Nein, das Logo haben wir gesagt. Fehlt eigentlich nur noch eins, Helm auf und hier mal kurz hoch und runter ballern. Und du filmst das Ganze von außen. Die sieht so geil aus, die kommt gleich 3 km/h schneller rüber. Muss ja. Liegt ja viel tiefer durch den ganzen Lack, den wir drauf geklatscht haben. So, dann haben wir unsere schwarze TC Max. Wie wollen wir die denn nennen? Endlich könnte man dir auch einen Namen geben, oder? TC Black, geiler Name. Der ist dir echt. Das Ding ist dir spontan eingefallen? Ja. TC Black? Kriegst du gleich mal die Geldfuß von mir. Das ist richtig gut. TC Black finde ich sauber. Sehr nice. So, komm. Sehe ich fresh aus? Wie findest du die Sonne, oder? Mir neu gekauft. Snowway Pan. Es sieht gut aus, ne? Hat so ein bisschen was von Lewis Hamilton. Gut. Komm mal. Ist ja nicht aufgefallen, dass ich gar kein Kennzeichen hinten dran habe. Ich fahre da vorne wieder rauf, ja? Ich habe ja kein Kennzeichen hinten dran. Ja, da fehlt was. Ganz wichtig. Was hast du gerade gesagt? Ich habe ja kein Kennzeichen, aber erstmal vor mir was geht. Sehr schön. Wir kommen ins Gute, ey. Das ist lustig, ist mir auch schon mal passiert. Ja. Schön Probe fahren ohne Kennzeichen. Nichts passiert, Glück gehabt. An der Nummer mit dem Kennzeichen, da müssen wir noch arbeiten. Ja, ganz verpeilt. Ich wäre fast auf die Autobahn gefahren. Einmal richtig, immer gewinnen. Ich spüre richtig, dass das Ding jetzt schneller ist. TC Dark. TC Black. Achso, TC Black. TC Black. Eigentlich wäre es ja Triple Black, oder? Wie du möchtest. TC Dark. TC Black, ich finde das geil. Okay, cool, stellen wir hier hin. Mega. Also, ist richtig nice. Finde ich gut. Das war es jetzt erstmal mit einer neuen Folge Inside Scooter Helden. Wir haben also heute das EK1 Update gehabt. Wir hatten den Räderreifenwechsel bei dem kleinen Kompaktscooter. Nee, ich nehme mal nicht so. Das ist eigentlich Peace und dann am Ende irgendwie so gezeigt. Ist ja. Und wir hatten am Ende jetzt noch den Zusammenbau von unserer TC Black. Geiler Name. Geiler Name. Morgen geht's für mich wieder runter nach München. Neue Dreharbeiten für die Scooter in Berlin. Mehr wird noch nicht verraten. Das heißt, ihr bleibt bitte dran. Und macht eins, den Kanal bitte abonnieren, teilen, weil ist ja klar, wir leben von euch und von der Community. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Sag mal, wie lange steht die Karre hier eigentlich schon mit abgebauten Scheinwerfer? Leute, wir haben hier so einen kleinen Hänger, was ist denn hier los? Muss ich auch nochmal eruieren. Okay, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Marvin, komm mal kurz her. Ja. Ja?
Willst du? Komm her. Was soll ich machen? Bist du glücklich bei Scooterhelden? Mehr als glücklich. Macht dir die Arbeit Spaß? Sehr. Oh je, ehrlich jetzt? Ja. Ja, unsere Kameras an, soll ich jetzt? Ja, ja, klar. Willst du den Usern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Nee. Du bist schon wieder rot. Ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Das war's. Ich gehe jetzt. Ich war noch nicht fertig mit Meditieren. Ja, und mein Joghurt habe ich auch noch nicht aufgegessen. Meine Frau hat mich auf Diät gesetzt. Ja, letzte Woche noch 108 Kilo, diese Woche schon 107 Kilo, Freunde. Ein Kilo. Nach dem Kacken. So, ich gehe jetzt. Das wollte ich auch gerade sagen.